Mit der 41 in die Stadt. Er stand vor dem Tor des Tegeler Gefängnisses und war frei. Gestern hatte er noch hinten auf den Äckern Kartoffeln gehakt, mit den anderen in Sträflingskleidung. Jetzt ging er im gelben Sommermantel. Sie hakten hinten, er war frei. Er ließ elektrische auf elektrische vorbeifahren, drückte den Rücken an die rote Mauer und ging nicht. Der Aufseher am Tor spazierte einige Male an ihm vorbei, zeigte ihm seine Bahn. Er ging nicht. Der schreckliche Augenblick war gekommen. Schrecklich, Franze, warum schrecklich? Die 4 Jahre waren um. Die schwarzen eisernen Torflügel, die er seit einem Jahr mit wachsendem Widerwillen betrachtete, Widerwillen, warum Widerwillen, waren hinter ihm geschlossen. Man setzte ihn wieder aus. Drin saßen die anderen, Tischlerten, lackierten, sortierten, klebten, hatten noch 2 Jahre, 5 Jahre. Er stand an der Haltestelle. Die Strafe beginnt. Er schüttelte sich, schluckte. Er trat sich auf den Fuß, dann nahm er einen Anlauf und saß in der elektrischen. Mitten unter den Leuten, los. Das war zuerst, als wenn man beim Zahnarzt sitzt, der eine Wurzel mit der Zange gepackt hat und zieht. Der Schmerz wächst, der Kopf will platzen. Er drehte den Kopf zurück nach der roten Mauer. Aber die elektrische sauste mit ihm auf den Schienen weg. Dann stand nur noch sein Kopf in der Richtung des Gefängnisses. Der Wagen machte eine Biegung. Bäume, Häuser traten dazwischen. Lebhafte Straßen tauchten auf, die Seestraße. Leute stiegen ein und aus. In ihm schrie es entsetzt: Achtung, Achtung, es geht los. Seine Nasenspitze vereiste. Über seine Backe schwirrte es. 12 Uhr Mittagszeitung, BZ, die neueste Illustrierte, die Funkstunde neu, noch jemand zugestiegen? Die Schupos haben jetzt blaue Uniformen. Er stieg unbeachtet wieder aus dem Wagen, war unter Menschen. Was war denn? Nichts. Haltung, ausgehungertes Schwein, reiß dich zusammen, kriegst meine Faust zu riechen. Gewimmel, welch Gewimmel, wie sich das bewegte. Mein Prägen hat wohl keinen Schmalz mehr, der ist wohl ganz ausgetrocknet. Was war das alles? Schuhgeschäfte, Hutgeschäfte, Glühlampen, Destillen. Die Menschen müssen doch Schuhe haben, wenn sie so viel rumlaufen. Wir hatten ja auch eine Schusterei, wollten das mal festhalten. Hunderte blanke Scheiben, lass die doch blitzen. Die werden dir noch nicht bange machen. Kannst ja kaputt schlagen. Was ist denn damit? Sind eben blank geputzt. Man riss das Pflaster am Rosenthaler Platz auf. Er ging zwischen den anderen auf Holzbohlen. Man mischt sich unter die anderen, da vergeht alles, dann merkst du nichts, Kerl. Figuren standen in den Schaufenstern in Anzügen, Mänteln, mit Röcken, mit Strümpfen und Schuhen. Draußen bewegte sich alles, aber dahinter war nichts. Es lebte nicht. Es hatte fröhliche Gesichter, es lachte, wartete auf der Schutzinsel gegenüber Aschinger zu zweit oder zu dritt, rauchte Zigaretten, blätterte in Zeitungen. So stand es da wie die Laternen und wurde immer starrer. Sie gehörten zusammen mit den Häusern, alles weiß, alles Holz. Schreck fuhr in ihn, als er die Rosenthaler Straße herunterging und in einer kleinen Kneipe ein Mann und eine Frau dicht am Fenster saßen. Sie gossen sich Bier aus den Seideln in den Hals. Ja, was war dabei? Sie tranken eben. Sie hatten Gabeln und stachen sich damit Fleischstücke in den Mund. Dann zogen sie die Gabeln wieder heraus und bluteten nicht. Oh, krampfte sich sein Leib zusammen. Ich kriege es nicht weg. Wo soll ich hin? Es antwortete: Die Strafe. Er konnte nicht zurück. Er war mit der elektrischen so weit hierher gefahren, er war aus dem Gefängnis entlassen und musste hier hinein, noch tiefer hinein. Das weiß ich, seufzte er in sich, dass ich hier rein muss. Und
dass ich aus dem Gefängnis entlassen bin. Sie mussten mich entlassen, die Strafe war um. Hat seine Ordnung, der Bürokrat tut seine Pflicht. Ich gehe auch hin, aber ich möchte nicht, mein Gott, ich kann nicht. Er wanderte die Rosenthaler Straße im Warenhaus Tietz vorbei. Nach rechts bog er ein in die schmale Sophienstraße. Er dachte, diese Straße ist dunkler. Wo es dunkel ist, wird das besser sein. Die Gefangenen werden in Einzelhaft, Zellenhaft und Gemeinschafthaft untergebracht. Bei Einzelhaft wird der Gefangene bei Tag und Nacht unausgesetzt von anderen Gefangenen gesondert gehalten. Bei Zellenhaft wird der Gefangene in einer Zelle untergebracht, jedoch bei Bewegung im Freien, beim Unterricht, Gottesdienst mit anderen zusammengebracht. Die Wagen tobten und klingelten weiter. Es rann Häuserfront neben Häuserfront ohne Aufhören hin. Und Dächer waren auf den Häusern, die schwebten auf den Häusern. Seine Augen irrten nach oben, wenn die Dächer nur nicht abrutschten. Aber die Häuser standen gerade. Wo soll ich armer Deibel hin? Er latschte an der Häuserwand entlang. Es nahm kein Ende damit. Ich bin ein ganz großer Dussel. Man wird sich hier doch noch durchschlängeln können. 5 Minuten, 10 Minuten, dann trinkt man einen Cognac und setzt sich. Auf entsprechendes Glockenzeichen ist sofort mit der Arbeit zu beginnen. Sie darf nur unterbrochen werden in der zum Essen, Spaziergang, Unterricht bestimmten Zeit. Beim Spaziergang haben die Gefangenen die Arme ausgestreckt zu halten und sie vor und rückwärts zu bewegen. Da war ein Haus. Er nahm den Blick weg von dem Pflaster. Eine Haustür stieß er auf. Und aus seiner Brust kam ein trauriges, brummendes Oh, oh. Er schlug die Arme umeinander. So, mein Junge, hier frierst du nicht. Die Hoftür öffnete sich. Einer schlurfte an ihm vorbei, stellte sich hinter ihn. Er ächzte jetzt. Ihm tat wohl zu ächzen. Er hatte in der ersten Einzelhaft immer so geächzt und sich gefreut, dass er seine Stimme hörte. Da hatte man was. Es ist noch nicht alles vorbei. Das taten viele in den Zellen, einige am Anfang, andere später, wenn sie sich einsam fühlten. Dann fingen sie damit an, das war noch etwas Menschliches, es tröstete sie. So stand der Mann in dem Hausflur, hörte das schreckliche Lärmen von der Straße nicht. Die irrsinnigen Häuser waren nicht da. Mit gespitztem Munde grunzte er und ermutigte sich. Die Hände in den Taschen geballt, seine Schultern im gelben Sommermantel waren zusammengezogen zur Abwehr. Ein Fremder hatte sich neben den entlassenen Sträfling gestellt, sein zu. Er fragte: Ist euch was? Ist euch nicht gut? Habt ihr Schmerzen? Bis der ihn bemerkte, sofort mit dem Grunzen aufhörte. Ist euch schlecht? Wohnt ihr hier im Haus? Es war ein Jude mit rotem Vollbart, ein kleiner Mann im Mantel, einen schwarzen Velourshut auf, einen Stock in der Hand. Nee, hier wohne ich nicht. Er musste aus dem Flur, der Flur war schon gut gewesen. Und nun fing die Straße wieder an. Die Häuserfronten, die Schaufenster, die eiligen Figuren mit Hosen oder hellen Strümpfen, alle so rasch, so fix, jeden Augenblick ein anderer. Und da er entschlossen war, trat er wieder in einen Hausflur, wo man aber die Tore aufriss, um einen Wagen durchzulassen. Dann rasch ins Nachbarhaus, in einen engen Flur neben dem Treppenaufgang. Hier konnte kein Wagen kommen. Er hielt den Geländerpfosten fest. Und während er ihn hielt, wusste er, er wollte sich der Strafe jetzt entziehen. Oh Franz, was willst du tun? Du wirst das nicht können. Bestimmt würde er es tun. Er wusste schon, wo ein Ausweg war.